herzlich willkommen bei den Besserwissern. Hi, ich bin Rosti. Ich bin Viktoria und wir führen euch heute durch die Sendung. Unser Thema ist die Welt von morgen. Wir haben uns viel mit Techniken und Basteleien rund um das Thema Zukunft beschäftigt. Wir bitten Philipp vor die Kamera. Er stellt uns eine Technik vor, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft gebrauchen können. Das Hologramm. Das Hologramm, wir haben später noch ein Erklärvideo, wie man das bauen kann, wird auf einen Bildschirm gestellt. Wir haben hier ein Handy. Dadurch, dass die Seiten abgeflacht sind, also schräg, wird die Oberfläche, das Bild des Bildschirms reflektiert und es entsteht ein 3D-Bild. Jetzt seht ihr das Erklärvideo, wie ihr das Hologramm nachbasteln könnt. Vielen Dank, Philipp, und jetzt ab ins Museum. Halt, halt! Die Leute wissen doch noch gar nicht, worum es geht. Denn im Museum haben wir nämlich sehr viel über Zukunftstechnik gelernt, gesehen und auch selber ausprobiert. Außerdem haben wir Leute befragt, was sie für die Welt von morgen erfinden würden. Hier ist der Clip dazu. Wir sind hier im Technoseum und neben mir seht ihr nicht nur ein Reaktionsgerät, sondern in diesem Spiel lernt man auch den Überblick zu behalten. Im Alltag brauchen wir auch so etwas Ähnliches, nämlich im Straßenverkehr. Die Torhüter beim Fußball haben auch so etwas Ähnliches im Training, dass sie nicht nur den Überblick bewahren können, sondern und dann auch noch schnell reagieren können. Bei diesem Spiel geht es darum, in einer Minute so viele wie grün aufleuchtende Knöpfe wie möglich zu drücken. Desto weiter man von der Wand wegsteht, desto besser kann man den Überblick behalten, aber desto schwieriger ist es auch, die grün aufleuchtenden Knöpfe zu drücken. Hallo, ich bin Rostislav. Hallo, ich bin Max. Wir stehen hier vor einem Roboter-Experiment. Max wird jetzt ein Muster aufbauen, das der Roboter nachbauen wird. 1. Die Kamera erkennt das Muster und der Roboter baut es nach. In der Medizin würde ich vielleicht mir wünschen, dass das schneller vorangeht, die Entwicklung, ja, die Forschung. Das wäre es für die Zukunft.
Tabletten. Ein Anti-Aggressionspille. Damit würde ich mir wünschen, dass es weniger Krieg und weniger Streit auf der Welt gäbe. Jemand, der meine Hausaufgaben macht, damit ich mehr Zeit zum Spielen habe oder mich mit Freunden treffen kann. Fällt mir spontan ein, irgendwas, dass ich meine Brille immer wieder finden kann. Was würden Sie für die Zukunft erfinden? Eine Brillenputzmaschine, weil es mich echt nervt, jedes Mal die Brille zu putzen, wenn es regnet oder wenn sie dreckig ist. Ich würde einen Zeitstopper erfinden, in dem ich die Zeit anhalten kann. Alle anderen stehen still und ich kann ganz in Ruhe dem nachgehen, was ich machen möchte, ohne dass ich irgendwas verpasse. Zeitreisemaschine. Das fand ich gut. Wo man die Zeit etwas manchmal zurückdrehen kann, weil die so schnell rumgeht und so wenig Zeit hat. Obwohl wir schon beim Thema Zukunft sind, wir haben uns einen Zukunftsfragenbeantworter gesucht und viele Fragen gestellt. Hallo liebe Zuschauer, wir haben hier Marc Reisner im Studio. Ja Marc, was machst du eigentlich? Ja, ich mache eigentlich relativ viel. Ich leite das Gründungsbüro der Hochschule Ludwigshafen. Das heißt, wir versuchen neue Firmen auf die Straße zu bringen, die sich quasi damit beschäftigen, wie kann man unsere Gesellschaft und unser Leben besser machen. Ich bin der erste Vorsitzende vom Designzentrum Rhein-Neckar, wo wir den Schwerpunkt Social Design haben, wo es auch darum geht, kann man mit Design ein besseres Leben machen, das Leben der Menschen verbessern, wie auch immer. Da machen wir auch ein großes Festival, es ist ein Cover-Festival. Da ist auch ein internationaler Wettbewerb angegliedert, wo man dann lustige Einreichungen uns schicken kann, ja, zum Thema ja, Design der Zukunft, Welt der Zukunft. Ja, wir hatten ein paar Fragen an Sie. Die erste Frage kommt aus unseren eigenen Reihen. Wird es eventuell in ferner oder auch schon sehr bald eine unentdeckte Lebensform geben, die so wie Einhörner aussieht, mit der man gar zur Schule reiten könnte oder zu einem anderen Ort? Naja, hier wahrscheinlich eher nicht, weil in unseren Gefilden kennt man so die meisten Lebensformen, so in Urwäldern vielleicht. Ja, warum nicht? Die nächste Frage. Wird es fliegende Züge geben? Also fliegende Züge an sich finde ich jetzt erstmal schwierig, ja, weil man ja Flugzeuge hat, um Ressourcen zu sparen, dahingehend, dass man keine Schienen bauen muss. Und wenn man jetzt Schienen bauen muss, kann man ja gleich auf der Schiene fahren. Und vor allen Dingen ist es ja auch schwierig, auf einer Schiene zu landen. Ja. Überlegt mal, ihr habt Seitenwind, dann fliegt das Flugzeug so und muss die Schiene treffen, ja, die ist ja nicht so breit. Was man schon seit längerem überlegt, ist tatsächlich die Sache, dass man sagt, wenn man jetzt dicht bebaute Städte hat, wie New York, wie Paris, wie Ludwigshafen, ja, wo ist denn überhaupt noch Platz in so Städten? Und in der Tat ist der meiste Platz über den Schienen. Und deshalb gibt es tatsächlich die Überlegung zu sagen, wir bauen Start- und Landebahnen über die Schienen für Elektroflugzeuge. Ja, oder für Drohnen, was auch immer, jetzt keine große Boeing-Flugzeuge, sondern kleinere, dass man direkt in der Stadt starten und landen kann, dass man nicht mehr ganz weit raus zum großen Flughafen fahren muss, sondern dass man direkt über den Bahnhöfen nochmal so eine Art Flugplatzbahnhof hat und da kann man dann einsteigen und wegfliegen. Aber überlegt mal, wir kriegen jetzt hier ganz viele Drohnentaxis oder so, wo sollen denn die landen? Ja? Also wir haben hier eigentlich relativ wenig Platz, ja? Also wo soll es gehen? Weil über den Schienen ist ja in der Regel nichts, außer die Oberleitung. Und wenn man darüber nochmal eine Fläche baut, hätte man direkt in den Städten nochmal Start- und Landemöglichkeiten für Flugzeuge, kleinere Drohnen, Taxis, was auch immer. Und es gibt von Elon Musk von SpaceX, das ist der Chef, da gibt es einen Hyperloop, heißt es. Das ist so ein Zug, der fährt ganz schnell durch eine Röhre. Und dann wird die Luft abgesaugt. Meinen Sie, das hat irgendeine Zukunft? Oder? Ja, ich glaube halt, dass es tatsächlich eine Technologie ist, die sich auf viel befahrenen Strecken lohnt. Also viele Leute immer die gleiche Strecke haben und auf langen Strecken. Weil, wie gesagt, die Röhre muss ja immer leer gepumpt werden. Mhm. Und wenn ich nur 500 Meter fahre und dann müssen die Leute wieder raus und dann wird wieder leer gepumpt, dann fahre ich wieder 500 Meter, dann kommt wieder Luft rein, die Leute müssen raus und einsteigen. Macht es keinen Sinn. Also ist tatsächlich die Frage, hat man Entfernung
wo es sich lohnt. Also im Prinzip, sagen wir mal, bei uns wären es ja so die Verkehrsknotenpunkte. Also ein entscheidender Bahnhof in Deutschland ist ja Hannover. Und das ist so das Verkehrskreuz, ja. Also könnte man sagen, wegen mir aus Hamburg-Hannover, Berlin-Hannover, München-Hannover, Leipzig-Hannover. Also für die großen Strecken. Es gibt ja auch in Hochhäusern, gibt es ja auch diese Turboaufzüge, ja. Mhm. Die fahren dann immer nur jedes 10. Stockwerk an. Und dann kann man dann in andere Aufzüge steigen und zwischen 1 und 10 irgendwie. Also so kann ich mir das vorstellen. Also wir haben eine ganz, ganz lange Strecke. Da schießt man durch, weil der wird ja auch eine bestimmte Zeit brauchen, um auf Geschwindigkeit zu kommen und zu bremsen. Und von da aus steigen wir in die Straßenbahn. Und was gibt es noch für Alternativen außer die Straßenbahn? Alternativen zu was? Zum Hyperloop oder Straßenbahn. Also wenn man sich alleine transportieren will, wenn irgendwie die Verkehrsbetriebe streiken oder wenn man halt in Urlaub fährt. Ja, da muss man jetzt weit ausholen. So, also es gibt ja zwei grundsätzliche Sachen. Das erste ist ja, was in aller Munde ist, Elektromobilität, also Elektroautos. Das wird ja mehr falsch gedacht. Oder wie stellt ihr euch das vor, Elektromobilität? Was passiert denn dann, wenn dann alle Benzinautos durch Elektroautos ersetzt? Teilweise nicht alle, sondern sehr, sehr viele. Weil man kann ja gar nicht verhindern, dass es gar keine Benzinautos, Diesel oder was die halt eben tanken, alle von dem Tisch geblasen werden, weil es einfach der Markt nicht zulässt. Da werden die ganzen Autobauer dagegen halten, aber das ist mindestens ein sehr großer Teil durch Elektroautos, die vielleicht sogar autonom fahren, ersetzt werden. Das sagst du was. Also, wenn du Elektromobilität konsequent umsetzen willst, funktioniert es nur, wenn man alle anderen Autos vom Markt bläst. Was glaubt ihr, was die Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Auto in einer deutschen Stadt ist? Ludwigshafen, Mannheim, München. Wie schnell fährt so ein Auto in der Stadt heute? Sagen Sie es uns. 30 bis 50 km/h. 24 km/h. Weil ihr müsst jeden Halt an der Ampel mitrechnen und ihr müsst jeden Halt am Zebrastreifen mitrechnen. Ihr müsst jeden Stau mitrechnen. Also ihr müsst alles mitrechnen. Ja? Wenn ein Elektroauto im Schnitt 30 km/h fährt, was für uns jetzt auch nicht so schnell ist, aber nie halten muss, weil alle Autos miteinander reden. Ja, also ich muss gar nicht halten, weil ich weiß, okay, um die Ecke passiert das und das und jetzt fährt einer auf die Kreuzung zu, den lasse ich durch, also fahre ich kurz langsamer. Dann erhöht sich die Durchschnittsgeschwindigkeit immens, was heißt, dass Leute viel schneller von A nach B kommen. Das funktioniert aber nur dann, wenn kein anderer irgendwie mit seinem Benzinauto zwischenrum funkt. Ja. Deshalb Elektromobilität für LKWs auf der Autobahn ist schon längst fertig. Kann man sofort rausbringen, kann sofort sagen, ab morgen gibt es nur noch selbstfahrende LKWs. Nur haben die halt alle Angst vor den Unfällen, die von irgendwelchen Typen verursacht werden, die irgendwelche seltsamen Sachen machen. Wenn die Elektro-LKWs unter sich, wird nie was passieren. Oder die Chance ist relativ gering, dass was passiert. Aber in dem Moment, wo dann irgendeiner mit seinem Porsche versucht, dazwischen durchzustechen, wird es schwierig. Ja, deshalb, Elektromobilität ist ein völlig anderes Konzept, was auch davon ausgeht, wir haben gar nicht mehr alle Autos. Wir haben Autos, die sich irgendwie uns anpassen. Ja, so wie eure Oberfläche auf eurem Handy. Ihr geht in ein Auto, tut euren USB-Stick rein, wobei auch das ist dann überholt, habt ihr einen Chip am Körper und dieses Auto passt sich genau euch an. Also es kann die Karosserie verändern, die Werkstoffe sind alle schon entwickelt, also dass sich ein Auto während der Fahrt auch verändern kann, was für die Aerodynamik viel, viel besser ist. Die Innenausstattung verändert sich, zum Beispiel euer Farbschema. Du hast grüne Sitze, du hast blaue Sitze, du hast schwarze Sitze. Gibt es alle schon, ja. Es wird komplett für euch personalisiert. Das heißt, es ist auch egal, was für ein Auto gerade kommt, weil es wird danach eh aussehen, wie ihr es wollt. Ja, und dann fährt es halt allein in der Gegend rum. So, die andere Frage ist, und das ist die entscheidende Frage, ist tatsächlich, müssen wir überhaupt noch so viel Auto fahren, ja? Also kann man nicht ganz andere Arbeitsmodelle schaffen. Muss ich 40 Kilometer fahren, um 5 E-Mails in meinem Büro zu schreiben, oder bleibe ich gleich zu Hause? Ja, also wenn man anfängt, sinnlose Fahrerei einzustellen, dann wird auch viele Dinge einfacher und man braucht auch nicht so viele Autos. Muss ich dauernd in den Supermarkt fahren um die Ecke oder gibt es da andere Lösungen? Also das spielt alles Hand in Hand. Also E-Mobilität mit der Frage, müssen wir alle in den Urlaub fahren? Ja? Oder gibt es dann die super tolle virtuelle App, wo ich meine Ibiza-Party einfach im Wohnzimmer feiern kann? Und wie schnell wäre dann so ein autonom fahrendes Auto? Ja, das war ja, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist eigentlich die falsche Frage, ja, weil
Die Frage ist, wie schnell kann es fahren? Ja? Was nutzt mir es, ein Ferrari zu haben, wenn ich vor der BASF an dieser 30er-Zone in meinem Stau stehe? Ja, also es kann auf jeden Fall schneller fahren als normales Auto, wenn alle fahren, ja? Weil sie miteinander vernetzt sind, jeder weiß, was der andere macht. So, jetzt so eine Höchstgeschwindigkeit. Also ihr müsst auch mal gucken, Porsche hat jetzt auch so ein Hybridfahrzeug. Also in dem Moment, wo ich Elektromotoren drin habe, ist das Auto immer schneller als ein Benzinmotor. Immer. Also es hängt jeden Benziner ab. Weil es auch von der Technik total einfach. 4 Räder, 4 Motoren. Ja, Rad sitzt direkt auf der Achse drauf und ab geht's. Ja, das ist nicht die Frage. Ja. Das ist nur die Frage, wie groß mein Motor ist. Ja, schaut euch den Tesla an, was der auch für Beschleunigungen hat. Ja. Das kriegst du mit keinem mit Benziner hin, weil du ja den ganzen Antriebsstrang hast. Ja. Du hast einen Motor, dann hast du ein Getriebe, dann kommt dies und jenes. Ja? Und was wäre dann mit der Analogtechnologie, wenn jetzt alles, wenn jetzt könnte gar die digitale Technologie die analoge vom Markt abdrängen? Naja, macht sie ja. Darum sitzt man schon hier. Schaut euch die Scheinwerfer an, digital. Schaut euch die Mikrofone an, digital, die Kameras. Ja, das war ja früher alles unbezahlbar. Digitaltechnologie ist ja total billig im Vergleich zur Analogtechnologie und hat ganz andere Leistungsspektren. Ja. Von daher ist die Frage, glaube ich, schon mittlerweile überflüssig. Es gibt bestimmt noch so kleine Bereiche, wo man sagt, ich will es unbedingt analog haben. Ja, was eher Liebhaberei. Wer von euch hat ein analoges Foto? Wer von euch hat ein Foto mit dem Film? Oder wisst ihr überhaupt, dass in Foto ein Film reinkam? Wir haben noch einen im Schrank liegen, aber den benutzen wir nicht mehr. Genau. Wer von euch hat noch Schallplatten? Wir haben zu Hause welche, ja. Man, es ist aber auch irgendwann mal, wenn es viele Leute nicht mehr haben, dann will man es selbst nicht mehr haben, weil zum Beispiel, wenn man jetzt einen Film mit einem Foto hat, kann man natürlich auch, wenn es keinen mehr gibt, der die Filme auswertet, das auch wegschmeißen, weil was will man mit dem Film anfangen, wenn man sie nicht benutzen kann? Genau, wenn es niemand mehr gibt, der es entwickelt. Und daran sieht man es ja, ja. Also Kodak, ich weiß nicht, ob man die kennt, waren ja die letztendlich erfunden haben, wir haben einen Rollfilm, der kommt in Foto rein und deshalb können alle fotografieren. Aber es hat noch nicht gelangt. Die mussten auch ein Netzwerk an Leuten aufbauen, die die Filme entwickeln. Bevor die auf den Markt kamen, hat man Glasplatten gehabt, die man selbst entwickeln konnte. Ja. Also damit war es plötzlich für jeden zugänglich, das Medium der Fotografie. Und dann kam die Digitalkamera. Und dann wollte keiner mehr diesen Film haben. Ja? Und jetzt habt ihr alle ein Foto im Handy. Jetzt will schon kaum einer mehr ein Digitalfoto haben. Hast du ein Digitalfoto noch? Ja. Ja. Ja? Genau. Also, liebe Zuschauer, wir haben viel gelernt. Ich wäre sehr skeptisch gegenüber den neuen Technologien. Was denkt ihr dazu? Aber jetzt ab zurück ins Studio. Man kann sich nicht nur mit Verkehrsmitteln transportieren, sondern auch mit VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen. Was sich damit auf sich hat, zeigt uns der Kai. Ja, juhu. Und der Looping. Hey, fährst du etwa Achterbahn? Ja. Wie kannst du das machen? Wir sind hier im Studio. Hier in meiner Brille ist mein Handy drin. Dort wird ein Video abgespielt, das erkennt, wo du hinguckst. Und dann sieht es so aus, als ob du in der Achterbahn zum Beispiel nach oben guckst oder nach unten. Da, wo du halt das Handy hinneigst oder die Brille. Man könnte es natürlich auch einfach ohne diese Brille machen, aber mit der Brille hat man nicht die ganzen störenden Bildschirmränder. Cool, das möchte ich auch basteln können. Kannst du uns zeigen, wie das geht? Ja, wir haben ein Video gemacht. Film ab, bitte.
Museum haben wir den Wissenschaftszweig Bionik kennengelernt. Bionik heißt, dass man die Phänomene der Natur auf unsere Technik überträgt. Sarah zeigt uns die Künste eines Blattes. Das ist ein ganz besonderes Blatt. Wenn es regnet, perlt das Wasser einfach ab. Warum wird das Blatt nicht nass? Dadurch, dass auf dem Blatt ganz kleine Hügel sind, bleibt das Wasser nicht daran haften. Und wie sehen diese Hügel aus? So vielleicht? Ja, genau so. Dieser Effekt wirkt sogar so gut, dass das Blatt sauber bleibt. Das ist ja cool. Dreck, der sich von alleine abspülen lässt, wenn Wasser dazu kommt. Das ist der Lotus-Effekt. Wofür brauchen wir den Lotus-Effekt eigentlich für unseren Alltag? Man kann zum Beispiel Hochhausfenster damit ausstatten, damit man nicht im 35. Stockwerk Fenster putzen muss. Ich konnte Fensterputzen eh nie leiden. Das ist ein cooler Effekt, aber gibt's auch noch mehr? Welche Effekte es noch gibt, zeigt uns der nächste Beitrag. Und dieses Stück, was dann überbleibt, dieses hier, das hat dann genau die Form von so einer Klette. Anastasia zeigen euch jetzt, wie ihr den Lotus-Effekt ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Wenn die Kerze brennt, halten wir den Löffel drüber, aber nicht zu nah, sonst erlöscht sie. Dann sieht es so aus. Dann machen wir vorsichtig etwas Wasser drüber. Das Wasser perlt dann ab und die Wasserkugeln bleiben ganz. Von der Natur können wir uns viel für die Zukunftstechnik abgucken. Und was wir in Zukunft für die Natur machen könnten, darüber haben wir uns mit Dr. Reisner Gedanken gemacht. Film ab! Willkommen, Herr Reisner, der Experte für Zukunftsfragen. Wir sind die Besserwisser und wir wollen euch Fragen stellen zum Thema Umweltschutz. Ja, ich gebe dann gleich an die Viktoria weiter. Ich habe mal mitbekommen, dass innerhalb einer Schulstunde eine Regenwaldfläche von 1800 Fußballfeldern gefällt werden. Welche Techniken gibt es denn, um zu vermeiden, dass immer mehr Bäume gefällt werden? Na, ist erstmal die Frage, ob das eine Frage von Technik ist oder ob das eine soziale Frage ist. Ja? Also dahingehend, warum glaubst du, werden die Bäume gefällt? Um Möbel und Papier herzustellen. Vielleicht auch für was anderes? Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, die Sarah hat eine Idee. Brennholz. Überlegt mal, was die Leute da brauchen, die dort leben. Also entweder wollen die Ackerland, Land, um Vieh zu züchten, also für Tiere, oder Wohnraum. Ja? Also die Frage, die du eigentlich stellst, ist, wie löst man das Ernährungsproblem und gegebenenfalls in einem zweiten Strang
die Frage nach Wohnraum. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie effizienter Ackerbau betreiben kann, dann muss ich ja keine Bäume fällen. Und wenn ich irgendwie effizienter Viehzucht betreiben kann, muss ich auch keine Bäume fällen. Ja? Und da gibt es natürlich schon ganz viele ganz interessante Technologien, die sich damit beschäftigen. Sag mal, Ackerbau, das ist im asiatischen Bereich schon ganz weit verbreitet. Man kann Hochhäuser bauen und in die Hochhäuser, also mitten in Städten, ja, auf dem Land, kann man in jedes Stockwerk Acker reinpflanzen. Ja, also solche Hydrogewächshäuser gibt es schon. Man hat zum Beispiel rausgekriegt, wenn man die Pflanzen aufhängt und nicht in den Boden einpflanzt, braucht man nur 20% von dem Wasser. Wenn die einfach mit Wasserdampf benetzt werden, das wäre zum Beispiel so eine Sache Richtung, wie kann man den Ackerbau modernisieren. Also da gibt es schon ganz viele Ansätze. Im Bereich Ernährung gibt es ganz viele Firmen oder Institutionen, die mittlerweile daran arbeiten, wie kann ich aus einer Stammzelle von einer Kuh einen Hamburger züchten. Und wir sind schon an dem Punkt, dass dieser Hamburger, der aus dieser Stammzelle gezüchtet ist, so momentan in der Kostenregion von 10 Euro ist. Ja, also nehmen wir, der erste war so bei 500.000 und jetzt sind wir bei 10 Euro. Wenn wir mal da noch runterkommen auf den Preis vom normalen Hamburger, also nur von dem Fleisch, ja, wird die Massentierhaltung ein ganz großes Problem haben, weil man Fleisch einfach züchten kann und es ist 100% Bio. Ja, was ja aus einer Kuh entstanden ist. Ja. Und also die Technologie ist schon so weit, dass es geht. Und die Frage ist nur, wann ist es so weit, dass es billig ist? Und zwar so billig, dass es so billig wie normales Fleisch ist. Und damit hat man natürlich auch, was Weideland anbelangt, ein großes Problem gelöst. Und dann muss man auch keine Bäume mehr fällen. Okay, danke. Was kann man eigentlich tun, damit weniger CO2 in die Luft gelangt? Das ist das gleiche Thema. Ihr werdet euch wundern, wie viel CO2 durch Tierhaltung in die Luft gelangt. Das ist auf jeden Fall mehr als durch Autoabgase. So, ja, also das wäre die eine Baustelle. Wie reduziert man Massentierhaltung? Und die andere ist natürlich, wer sind die Haupt-CO2-Verursacher? Ja? Das ist einerseits Industrie, andererseits Luftfahrt. Das darf man nicht unterschätzen, weil die Flugzeuge fliegen ja ziemlich weit oben. Und unter den Flugzeugen ist eigentlich der CO2-Filter in unserer Atmosphäre. Also die Flugzeuge pumpen ihre Abgase direkt über der Tropopause in die Atmosphäre, was eigentlich das Ganze potenziert. Ja. So, und dann haben wir Industrie und Autos. So. Auto ist ja die große Diskussion der E-Mobilität. Ja. Industrie ist relativ einfach, wenn man CO2 besteuern würde, was sich natürlich keiner traut. Ja. Gutes Beispiel, also in China macht man es mittlerweile so, man schickt einfach eine Drohne zu einer Fabrik, lässt sie einmal drüber fliegen, misst, wie der Schadstoffausstoß ist und kassiert automatisch ab. Ohne Rechnung wird einfach vom Konto abgebucht. So und so viel CO2 oder was auch immer, zack, Geld weg. In Deutschland wird schon mal so losgehen, dass man sich überhaupt mal fragt, darf man die Drohne überhaupt hier in Ludwigshafen starten lassen? Ja, also darf ich überhaupt über eine Firma fliegen? Was ist, wenn die abstürzt, wenn da unten einer mit dem Fahrrad fährt? Ja, also da geht schon los. Ja. Wenn die dann was misst, dann wird man erstmal bei der entsprechenden Firma nachfragen, ja, stimmt das überhaupt mit euren Werten überein? Dann wird die Firma sagen, wir schmeißen den ganzen Dreck in die Atmosphäre, aber wir können das auch irgendwie wo ganz anders machen. Da verliert ihr hier ganz, ganz viele Arbeitsplätze. Ja. So, demnach ist das Problem natürlich auch wieder an einer ganz anderen Stelle zu packen. Ja. Wie kriegt man die Industrie dazu, freiwillig ihre Emissionen zu verringern? Ja? Und, aber das sind ganz einfache Möglichkeiten, ja. Schadstoffe im Prinzip zu besteuern, Schadstoffe durch neue Technologien zu verringern oder durch Substitutionstechnologie, also durch andere, völlig andere Techniken zu ersetzen. Ja, zu sagen, wir haben keine Benzinautos mehr, sondern wir haben Elektroautos. Aber auch dann muss man ja gucken, das Elektroauto wird ja gebaut, ja, und dafür brauche ich auch hier eine Fabrik. Ja, mir nutzt nichts, wenn das Elektroauto 10% weniger Schadstoffe produziert, wenn es fährt, aber für die Herstellung 5000% mehr braucht. Ja, das ist so das große Problem, dass man immer nur an einen Punkt guckt. Ja, so wie am Anfang bei den Solarzellen. So, total super, ja. Strom aus Licht, aber um die herzustellen, braucht man ein Atomkraftwerk.
Ja, das sind wir jetzt auch wo ganz anders, aber das sollte man alles dann mitdenken. Ich gebe wieder mal an die Sarah weiter. Ja, mach mal. Gibt es irgendeinen Stoff, den man anstelle von Papier einwenden kann? Wie, einen Stoff, den man anstelle Papier einsetzen kann? Für was? Also was soll der können? Naja, dass man halt drauf schreiben kann und dass man halt keine Bäume mehr fällen muss, um das zu gewinnen. Man kann auf eine Plastiktüte schreiben. Worauf hat man früher geschrieben? Papyrus? Papyrus, ist kein Papier. Auf Leder, auf Stein. Also die Frage ist tatsächlich, was soll der Stoff können? Wo wir jetzt wieder, wenn wir in die Zukunft schauen, sind wir ja alle an dem Punkt, okay, wir haben unsere tollen Tablets, auf denen man schreiben kann. Was natürlich der nächste Schritt ist, sind faltbare Displays. Also ein Tablet, was die Fähigkeiten von Papier hat. Zusammenrollen kann, auseinanderrollen kann, falten kann. Ja, und aber das gibt es alles schon, halt noch nicht massentauglich, aber funktionieren tut es schon. Ja, also ist tatsächlich die Frage, was soll damit passieren? Und andersrum, wenn ihr jetzt an E-Books denkt, ja, ihr habt ja schon dann auf eurem Kindle oder was auch immer, habt ihr ja schon ganze Bücher drauf, ja. Die werden ja auch nicht mehr gedruckt. Ja, ist auch kein digitales Papier, sondern ist eine andere Idee. Ich lade mein Buch auf ein Gerät drauf und dann steckt es in dem Gerät drin und muss es nicht mehr drucken. Muss ich auch keine Bäume für fällen, ja. Und dann gibt es ja auch noch Recyclingpapier, ja. Es wird ja so viel Zeug weggeschmissen, daraus kann man ja auch wieder Papier machen. Also, da gibt es ja schon ein paar Sachen. Und was kann jeder tun, um ohne großen Aufwand die Umwelt zu schützen? Was jeder tun kann, um ohne großen Aufwand die Umwelt zu schützen? Das ist jetzt eine gute Frage, weil wir hatten es ja gerade eben bezogen auf was? Also weniger Schadstoffe, ist ganz klar. Fahren die mal in Urlaub? Fahren die mal in Urlaub? Also wir müssen mal gucken, wie viel Energie die ganze Reisebranche verbrennt, ja. Also wenn du nach Mallorca fliegst, was du da an Energie brauchst, du musst von Ludwigshafen zum Flughafen, dann musst du ein Flugzeug nach Mallorca, dann musst du ins Hotel, bleib einfach zu Hause und guck Fernsehen, 2 Wochen lang. Schon mal ganz viel Energie gespart. Okay. Aber kann man auch dennoch auf andere Weisen Energie sparen, weil auf den Urlaub verzichtet ja jetzt nicht jeder sehr gerne. Das ist der Punkt, ja. Also ist wohl denen, die nicht gern drauf verzichten, auch die Umwelt nicht so wichtig, oder? Ja, okay. Das ist sehr interessant. Und ich habe... Also natürlich kann es auch auf andere Art und Weise Energie sparen, aber das ist jetzt tatsächlich die Frage, also nimm mal an, du willst unbedingt einen Urlaub. Jetzt wäre die nächste Frage, wo kommt deine Kartoffel her? Ja, du wohnst direkt neben einem Kartoffelbauer, der Kartoffel hier anpflanzt, gehst aber in irgendeinen Supermarkt und kaufst die Kartoffel, die aus Brasilien kommt. Und die ist trotzdem noch billiger wie der neben dir wohnt, ja. Obwohl einer, die in Brasilien eine Kiste packt, in ein Schiff packt oder ein Flugzeug und nach Ludwigshafen fliegt, ja. Also wenn wir tatsächlich mal immer bei dieser CO2-Bilanz bleiben, ist natürlich völlig sinnvoll, regionale Produkte zu kaufen. Also die hier hergestellt werden und wenig Transportkosten haben. Sozusagen da das so formulieren, dass man darauf achten sollte, woher die Lebensmittel kommen. Genau, ja. Aber die Frage ist natürlich, willst du für eine Pfälzer Kartoffel 2 Euro zahlen, wenn die brasilianische 20 Cent kostet? Das ist die Frage. Okay, danke. Das habe ich dich gerade gefragt. Was? Würdest du 2 Euro für eine Kartoffel zahlen, wenn du auch für 30 Cent oder 20 Cent eine kriegst? Ja. Gut. Danke, und das war sehr interessant. Danke für das Interview und tschüss. Tschüss. Das war's mit dem Besserwissern. Wir freuen uns aufs nächste Mal und schaltet wieder ein, wenn es heißt...